Bitte, du musst noch einen Stuhl mitnehmen. Bitte, nimm Platz. Bitte Platz nehmen. Ja. Jetzt fällt mir noch. Entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht extra begrüßt. Stefan, weil ich erst nicht spät kommen und dann haben wir uns nicht getroffen bisher. Bernd, kommst du auch noch dazu, bitte? Du musst aber einen Stuhl mitnehmen, bitte. Das ist mal richtig groß. Große Familie. So, geschätzte Damen und Herren, die Mikrofone werden noch fein justiert. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ich glaube, es ist irrsinnig wichtig, dass wir Sie laufend informieren über unsere Prognosen, über unsere Daten, über unsere Vorkehrungen. Ich habe wieder alle Expertinnen und Experten, Einsatzorganisationen eingeladen, hier bei der Pressekonferenz Rede und Antwort zu stellen, damit Sie die Möglichkeit haben, explizit und vielleicht ins Detail gehendere Fragen zu stellen, als wir es sonst bei Pressekonferenzen gewohnt sind. Die Prognosen sind natürlich immer Prognosen, der Name sagt ja schon so, die ändern sich laufend. Gott sei Dank sind wir jetzt von den Prognosen in einen Bereich gekommen, dass wir sagen, dass wir für Lavamünd zum Beispiel mit einer Wassermenge von rund 2000 Kubik pro Sekunde zur Spitze rechnen. Das bedeutet natürlich, dass unsere Maßnahme, die wir gesetzt haben mit der Absenkung der Pegelstände auf das Maximum, Sie kennen die Bilder von Edling zum Beispiel, wo wir 4,5 Meter abgesenkt haben, da kommen wir jetzt in einen Bereich, wo genau diese Maßnahme dann greifen kann. Das heißt, dass wir so viel Spielraum bekommen, um schlimmere Folgen vielleicht vermeiden zu können. Ich sage extra vielleicht dazu, weil wir das natürlich noch nicht ausschließen können. Definitiv ist es, wird zu Überschwemmungen kommen in Kärnten, es wird zu Straßensperren kommen. Wir haben ein zusätzliches Problem mit dem Föhnsturm, aber für die Wetterlage haben wir auch noch einen Experten hier bei uns am Podium. Es wird zu Stromausfällen kommen. Wir können die Kärntnerinnen und Kärntner nur auffordern, dass sie in ihrem Bereich ihre Vorkehrungen auch dafür treffen. Geschätzte Damen und Herren, was mir aber besonders wichtig ist, und vielleicht könnten Sie das auch weiter tragen. Wir haben ein großes Problem und das von mehreren Einsatzorganisationen auch berichtet worden mit den Schaulustigen. Das ist nicht lustig. Wir bitten wirklich, Schaulustige sollen daheim bleiben. Die bringen sich einerseits selbst in Gefahr und andererseits blockieren sie unsere Einsatzorganisation. Also wirklich ein dringender Appell auch von meiner Seite. Das ist nichts, mit dem man spaßen sollte. Wir haben sogar Kinder, die in den abgesenkten Staubecken spielen. Wir haben Sondengeher, die dort auf der Suche nach Kriegsgegenständen sind. Also das ist wirklich nicht mehr lustig und deshalb ein eingehender Appell. Ich möchte jetzt bitten, Herr Hudobnik, dass Sie kurz die Runde vorstellen, damit die Damen und Herren sich auch ein Bild machen können, wer alles hier vor Ort ist. Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Presse, ich darf kurz hier die Diskussionsteilnehmer vorstellen. Ganz links außen der Bezirkshauptmann von der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land, Herr Dr. Bernd Rippan. Neben ihm Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land, Magister Johannes Leitner, sorry, jetzt habe ich einen Stierkopf. Neben ihm haben wir den Bezirkshauptmann von Wolfsberg, Magister Georg Fehern. Neben ihm sitzend haben wir die Schutzwasserwirtschaft vertreten mit Herrn Diplom-Ingenieur Norbert Zereinig. Neben ihm sitzend der Fachexperte für Hydrographie, Herr Diplom-Ingenieur Johannes Moser. Begrüßen darf ich von der ZAMG Klagenfurt Herrn Magister Christian Stephan. Neben mir sitzend von der Landespolizeidirektion Oberst Johannes Dulnig,
Neben ihm sitzen den Landesfeuerwehrkommandanten Rudolf Robin, den Herrn Militärkommandanten Brigadier Walter Hitzstaller und neben ihm sitzend vom Verbund Herr Robert Zechner. Ich darf nun beginnen mit den Berichten der Fachexperten und darf den Herrn Magister Christian Stephan um seinen Bericht ersuchen. Danke. Danke sehr. Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Kurz zur Situation. Wir haben ja glücklicherweise eine Niederschlagspause, wie eigentlich vorher gesehen war, gehabt. Es hat nun jetzt wieder zu regnen begonnen. Von Südwesten her ist das nächste Störungssystem im Anzug und bringt teilweise auch schon wieder kräftigere Regenfälle. Heute Nachmittag in den Abend hinein und auch in der kommenden Nacht muss man teilweise noch mit recht kräftigen Niederschlägen rechnen. Es wird teilweise auch durch eingelagerte Gewitter zusätzlich die Intensität noch verstärkt werden. Das Schwergewicht der Niederschläge bleibt in diesen kritischen Bereichen, vor allem im Lesachtal, im oberen Geildal und im oberen Trautal, wo Niederschlagsmengen von 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter erwartet werden. Ganz in den südlichen Regionen, in den Karnischen Alpen, sind es teilweise sogar über 200 Liter pro Quadratmeter. Wie gesagt, da sind auch Gewitter zusätzlich eingelagert und in den Staubereichen sind eben entsprechend noch höhere Werte zu erwarten. Weiter im Osten und im Südosten des Landes, in den Karawanken, werden die Niederschlagsmengen schon deutlich geringer sein. Also der Hotspot ist wirklich Oberkärnten und diese angesprochenen Bereiche. Schwergewicht der Niederschläge wird die kommende Nacht sein. Morgen in der Früh wird es dann schon rasch wieder abnehmen, der Niederschlag, und ja, sind nur mehr unergiebige Regenfälle zu erwarten. Was noch dazu kommt, die Schneefallgrenze ist bis Mitternacht noch sehr hoch, teilweise deutlich über 2000 Meter. In der zweiten Nachthälfte kommt Abkühlung und da sinkt dann die Schneefallgrenze teilweise auf 1500 Meter etwa herunter. Damit ist also die Hochwassergefahr dann dadurch auch reduziert. Was dazu kommt in der kommenden Nacht, ist noch die Sturmsituation. Wir erwarten einen Föhnsturm, der also vor allem in den gefährdeten Föhnstrichen, das heißt zum Beispiel im Raum Ferlach, in Unterkärnten, also im Rosental und im Jauntal vor allem, Spitzen teilweise auch wieder 120 km/h und mehr bringen kann. Sehr kurzfristig, aber immer sehr hohe Spitzen, vor allem am Abend und in der ersten Nachthälfte. In den anderen Bereichen werden auch hohe Windgeschwindigkeiten erwartet. Mit Böen von 80, 90 km/h muss man eigentlich in weiten Teilen des Landes rechnen. In den höher gelegenen Teilen auch teilweise über 100 km/h, im Gebirge sogar über 150 km/h. Also Orkanböen sind da zu erwarten. Diese ganze Situation wird sich morgen dann von der Wetterseite auf jeden Fall entspannen. Und ja, Mittwoch ist dann eigentlich wieder trockenes Wetter zu erwarten. Und das wäre eigentlich die meteorologische Seite. Danke recht herzlich, Herr Magister Christian Stephan. Ja, was folgt auf die Wetterprognose? Auf die Wetterprognose folgen natürlich die Hochwassersituation. Ich darf hier den Herrn Domischen Johannes Moser von der Hydrographie bitten, welche Auswirkungen diese Wetterprognose in sich zieht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, also aus der hydrographischen Sicht können wir sagen, dass die Regenpause über Nacht jetzt natürlich sehr positiv gewirkt hat, insofern, dass die Wasserstände doch deutlich wieder nach unten gegangen sind. Sie sind fast auf die Hälfte wieder zurück abgesenkt worden durch diese Regenpause und das schafft natürlich neuen Raum, zusätzlichen Raum für die zu erwartenden neuen Hochwasserabflussmengen. Unsere Prognosen, unsere Modellrechnungen prognostizieren derzeit für Obertrauburg, für die Trau Obertrauburg dennoch noch ein HQ 30 in dieser Größenordnung, könnte auch etwas drüber sein, auch etwas drunter sein. Das wird je nachdem abhängen, wie das Niederschlagverhalten der Isel ist in Osttirol. Derzeit muss man eben von diesen Größenordnungen ausgehen und das bedeutet doch, dass es entlang des Trautales bis Richtung Sachsenburg einmal im Freiland größere Überschwemmungsflächen geben könnte.
Die Möll ist ein weiterer Punkt, ein Fluss, der derzeit mit HQ30 eingeschätzt wird, könnte auch etwas drüber sein, auch etwas drunter, wenn die Niederschlagsmengen doch etwas ausbleiben, ist in dem Sinne noch etwas unsicher, aber die Größenordnung liegt einmal so um HQ30, also 30-jährige Hochwassereignisgröße. Mit den Retentionen entlang des Trautales herunter dämpft sich natürlich die Spitze ab. Im Spital erwarten wir doch schon etwas deutlich unter einem 30-jährigen Hochwasser. Das wären so in etwa um die 1300 Kubikmeter pro Sekunde Spitzenabfluss. Und dieser Abfluss würde sich auch weiter hinunterziehen, vielleicht etwas größer werden bis Villach, wo wir dann doch deutlich unter einem 30-jährigen Hochwassereignis wären. An der Gail hat es große Retentionen eben schon gegeben. Teilweise sind diese Räume ja schon angesprochen worden und angesprungen. Hier kann es nach wie vor wieder mit diesen Niederschlägen im oberen Gailtal bis zu 30-jährige Abflussspitzen geben, sollten aber mit den Retentionen in diesen Rückhaltebecken, gezielten Rückhaltebecken, so gedämpft werden, dass für Federaun und mit der Mündung in die Gail dann doch in etwa 5-jährliche Ereignisgröße der Zustoß, das würde so in etwa 500 Kubikmeter pro Sekunde bedeuten. Also aus diesen Hauptzubringern, Gail, Möll, obere Drau, ergibt sich dann eine Abflussmenge in etwa von 1800, 1900 Kubikmeter pro Sekunde in die Staukette und die würde mehr oder weniger durch die Staukette durchgehen bis Lavermünd. Und eben derzeit schätzen wir ein, dass in Lavermünd ein Spitzenabfluss in etwa von 1950 Kubikmeter pro Sekunde auftreten könnte. Ich sage bewusst dazu, plus minus 200 Kubikmeter pro Sekunde ist die Unsicherheit. Das könnte auch etwas weniger sein, könnte auch etwas mehr sein. Das wird man erst im Laufe des Tages sehen, wie sich die Niederschlagsentwicklung tatsächlich vollzieht. Und eigentlich der Schwerpunkt ist gegen Abend und Mitternacht hinein, wo die größten Abflüsse zu erwarten sind vom zeitlichen Rahmen her. Also soweit einmal die Darstellung und Prognoseergebnisse vom hydrographischen Dienst. Ja, danke recht herzlich für den Bericht aus Sicht der Hydrographie. Jetzt haben wir die Hochwassermengen. Ja, können diese Hochwasser auch von der Schutzwasserwirtschaft auch soweit gehalten werden? Herr Diplom-Ingenieur Norbert Zereini, bitte um Ihren Bericht. Ja, danke schön. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite als Vertreter der Schutzwasserwirtschaft. Wie bereits gestern in der Pressekonferenz mitgeteilt, haben wir drei Gewässerabschnitte oder Gewässerbereiche, die durch diese Hochwasserereignisse betroffen sind. Das ist die Gail, das ist die Drau eigentlich zur Gänze, wenn man bis Lavermünd auch die Hochwassersituation sich betrachtet, und die Möll. Ich möchte vielleicht ganz kurz über die Problematiken oder die Problemstellen berichten. Wie der Kollege Moser bereits ausgeführt hat, gehen wir davon aus, dass wir in weiten Bereichen zwischen 30- und 100-jährigen Hochwasserereignissen aufweisen werden, beziehungsweise die Prognosen deuten darauf hin. Und wir arbeiten in der Schutzwasserwirtschaft im Allgemeinen mit Schutzeinrichtungen, die auf ein 100-jähriges Hochwasser ausgelegt sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in weiten Teilen diese Hochwassermengen auch problemlos abführen können. Das Problem, das auftritt, ist, dass wir in einigen Bereichen den Schutz noch nicht zur Gänze hergestellt haben und vor allem zum Teil Baustellen oder Hochwasserschutzmaßnahmen gerade im Bau sind und die sind natürlich besonders empfindlich. Wenn ich vielleicht ganz kurz auf die Gail eingehen darf, an der Gail ist gestern ein Dammbruch in der Nähe von Stranig und Reisach aufgetreten. Das ist aber in einem Bereich, wo die Dämme auch überströmt ausgestattet sind. Diese Dammbresche wurde heute am Vormittag wieder geschlossen, um für die nächste Hochwassersituation gerüstet zu sein. Gestern wurde auch weiters, das passiert alles automatisch, der Pressecker See, das ist das größte Rückhaltebecken im Gailtal, das ist das, was der Herr Diplom-Ingenieur Moser bereits berichtet hat, wesentlich für die Retention für den Großraum Villach. Dort ist bereits die Flutung des Pressecker Sees erfolgt.
Aber wir gehen davon aus, dass wir jetzt durch die Regenpause wiederum diesen Retentionsraum kurzfristig entlasten können. Und bei der nächsten, beim nächsten Anstieg der Wassermengen an der Gail wird wiederum dieses Retentionsbecken, das mehrere Millionen Kubikmeter erfasst und dadurch vor allem dann, so wie der Kollege Moser so gut auch dazu beiträgt, dass die Hochwassersituation auf ein fünfjährliches im Bereich Villach an der Gail heruntergeht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir an der Gail keine gröberen Probleme haben, sofern also die Prognosen so eintreten, wie sie derzeit aussehen. Wenn wir uns die Drau näher betrachten, haben wir dort einen kleinen Problembereich. Wir haben gehört, dass wir im Bereich Oberdrauburg HK30 bis HK100 zu erwarten haben. Nach den derzeitigen Prognosen gehen wir aber davon aus, dass, obwohl es sich dort um eine derzeit im Bau befindliche Maßnahme handelt, dass wir das Hochwasser nach den derzeitigen Prognosen dort schadlos ableiten können. Es sind bereits Maßnahmen ergriffen worden. Es gibt eine offene Binnenentwässerung, die wurde verschlossen. Es sind Pumpen vor Ort und mobile Elemente. Wir gehen davon aus, dass wir diese Hochwassersituation dort recht gut bewältigen können. Wesentlich vielleicht dann auch an der Drau ist das Thema Lavamünd. Das ist schon angesprochen. Die Prognosen, die derzeit am Tisch liegen zwischen 1900 und 2000 Kubikmeter pro Sekunde und vor allem die Art der Welle, die Form der Hochwasserwelle, die wir aus diesen Prognosemodellen erkennen können, lassen uns die Hoffnung geben, dass wir mit den bereits durchgeführten Maßnahmen, auf die der Herr Landesrat hingewiesen hat, ein doch gutes Buffervermögen haben und dass wir versuchen werden, die Schäden in Lavamünd so gering als möglich zu halten, in Kooperation mit dem Verbund, dass wir hier dann die Maßnahme setzen. Wir erwarten ja die gesamte Hochwassersituation in Oberdrauburg beginnend in den späten Abendstunden und mit der Spitze Möllbrücke gegen Mitternacht und die Hochwasserspitze in Lavamünd ebenfalls gegen Mitternacht oder kurz nach Mitternacht. Ein weiterer Bereich ist die Drau im Bereich Roseck. Auch da gehen wir davon aus, dass wir mit den derzeit vorliegenden Maßnahmen über die Einsatzorganisationen, Feuerwehren sind alle informiert, dass wir auch hier das 30-jährliche Hochwasser, das also hier in dem Bereich der alten Trauschleife, im Bereich des Kraftwerkes Roseck abgeführt wird, auch schadlos abgeführt werden kann, nach den derzeitigen Prognosen. Ja, so viel zu dem Thema, dass der größte momentane Hotspot ist an der Möll, Möllbrücke und Sachsenburg, die also sowohl von Drau und Möll im Zusammenfluss betroffen sind. Dort gehen wir derzeit von den Prognosen davon aus, dass auch mit den Maßnahmen, die bereits vor Ort getroffen werden, es werden derzeit schon Sandsackreihen an den Schwachstellen bzw. an den Problempunkten gesetzt, weil es dort bereits zu Überflutungen kommen kann. Auch Möllbrücke ist eine Baustelle, die derzeit in Betrieb ist. Dadurch natürlich auch verwundbar, wie man das so schön sagt. Auch dort sind die Maßnahmen gesetzt. Nach den derzeitigen Prognosen gehen wir aber auch davon aus, es wird knapp, aber wir gehen davon aus, dass wir dort auch die Bereiche relativ vielleicht doch mit ganz geringen Überflutungen über die Runden bringen können. So viel ein Überblick. Ich möchte nur abschließend nochmal dazu vielleicht doch noch einmal anmerken, wir arbeiten auf Basis der Prognosen. Und die ganzen Situationen, die entlang der Drau, der Möll und der Gail sind, aber vor allem der Drau und der Möll, die sind sehr, sehr knapp. Wir sind wirklich hoherkante Unterlippe, wie man so schön sagt. Das heißt, wir müssen die nächsten Prognosen abwarten, aber es steht alles Gewehr bei Fuß, sodass wir wirklich dann auch die Maßnahmen dementsprechend setzen können. So viel zur Situation Hochwasser, auch was die Schadensmöglichkeiten betrifft. Danke. Ja, danke recht herzlich, Herr Kutschner, für Ihren Bericht. Ich darf nun weitergehen zu den betroffenen Bezirken und allen voran die Bezirkshauptmannschaft Würzberg. Herr Magister Georg Birn darf mir einen Bericht untersuchen hinsichtlich der Vorbereitungsarbeiten in den. Ja, danke schön. Von meiner Seite, wie gesagt, konzentriert auf das Ortsgebiet von Lavamünd, die Überflutung da drauf. Wie wir heute jetzt gehört haben, die Prognose ist heute eine wesentlich bessere als gestern. Das heißt, wir gehen von einem Abfluss von geschätzt 1950 Kubikmetern aus. Wie gesagt, weniger Schäden befürchtet als noch gestern vermutet, aber es wird definitiv eben zu Überflutungen des Ortsgebietes kommen, weil im Bereich der Einmündung der Lavantin der Drau, das ist der sogenannte Drauspitz, findet die Überflutung ab ca. 1450 Kubikmetern Durchfluss der Drau statt. Die Feuerwehr hat bereits gestern begonnen,
Der Bezirkskrisenstab tagt ja auch schon seit gestern und ab jetzt laufend, entsprechende Sicherungsmaßnahmen von Wohnobjekten und des Ortsgebietes vorzunehmen. Also es ist schon sehr viel passiert. Man hat weitgehend, wenn man so möchte, prophylaktisch schon den Großteil der potenziell betroffenen Wohnobjekte trocken. Wir erwarten natürlich die weiteren Prognosen ab, müssen uns dann noch richten. Also die nächste Prognose gibt es gegen 14 Uhr und dann werden weitere Entscheidungen für Lavamünd fallen, eben welche Wohnobjekte eventuell gesichert werden müssen, beziehungsweise wie wir mit Straßensperren und so weiter dann umgehen. Aber Lavamünd beziehungsweise die Einsatzkräfte sind sehr gut auf das kommende Hochwasser vorbereitet. Danke. Danke recht herzlich. Ich darf nun zum Bezirk Klagenfurt ankommen. Geschätzte Damen und Herren, aufgrund der Herabsenkung des Pegels im Bereich des Stauwehrs Annabrücke und Ferlach ist der Bezirk Klagenfurt im Bereich dieser Gemeinden auch jetzt nicht so sehr gefährdet. Viel mehr Kopfzerbrechen macht uns der Föhnsturm. Und da kann ich einen kurzen Lagebericht aus der Situation gestern, die Entwicklung zu heute, gerne geben. Es waren 120 Einsatzstellen zu bearbeiten von ca. 210 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Die wurden in den Abendstunden alle aufgearbeitet. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Es waren gestern noch 1400 Haushalte ohne Strom. Der Keller ist es gelungen, bis in die Morgenstunden heute so weit den Strom wiederherzustellen, dass nur ca. 50 Haushalte, das war im Bereich Strugariak und einzelne Gehöfte, nicht versorgt werden konnten. Den aktuellen Stand kenne ich nicht, kann aber leicht sein, dass auch dieser Mangel bereits behoben wurde. Waren noch gestern 3000 Haushalte ohne Wasser seitens der Stadtgemeinde Ferlach, auch aufgrund dieses Stromausfalles, so konnte aufgrund der Wiederherstellung die Wasserversorgung für die Bürger der Stadtgemeinde Ferlach wiederhergestellt werden, bis auf einzelne Liegenschaften. Aber ich denke, auch da ist die Gemeinde dabei, dies wiederherzustellen oder ist bereits wiederhergestellt. Wir haben starke Holzwürfe gehabt, insbesondere im Bereich wieder der Stadtgemeinde Ferlach. Einzelne Vorfälle im Bereich der Gemeinde Köttmannsdorf, im Bereich Ebental, Dimenitz, Ludmannsdorf, St. Johann, da waren ganz, ganz kleine Vorfälle. Einen größeren Holzwurf hat es noch gegeben im Bereich Feichtitz im Rosental, Sinach. Die genauen Schäden können hier noch nicht beziffert werden. Dazu wäre ein Erkundungsflug notwendig, um von oben, geht es auch um Sachen Nothilfswerk, Unterstützung der betroffenen Forstwirte im nächsten Jahr, hier eine Schadensimmung durchzuführen, kann aber erst nach Abflauen der Sturmböen und bei Sicht getätigt werden. Aufgrund der Prognosen für den heutigen Tag, es sind ja starke Sturmböen bis zu 140 km in hohen Lagen über die Karawanken in den Stadtbereich oder den Gemeindebereich Ferlach, Zell bzw. St. Margareten und Feistritz zu erwarten. Sturmböen bis zu 140 km in hohen Lagen, das sind Bereiche über 1000 Meter. Auch hier gibt es im Bezirk Siedlungen, ich denke hier an das Bodental, an Windisch-Bleiberg, aber auch das ganze Gemeindegebiet in Ortskern Zell-Pfarre bzw. ein bisschen darunter liegen St. Margareten im Rosental. Hier haben wir gemeinsam mit dem Land eine Information der Bürgermeister gegeben, dass hier in diesen Gemeinden die Schulen und Kindergärten morgen jedenfalls geschlossen haben. Es ist wie im Jahr 2017 beim Sturmtief Eifs zu rechnen, dass die Zufahrtswege durch umliegende Bäume und so weiter, durch umliegende Strommasten, so wie im letzten Jahr auch blockiert sind, um hier eine Gefährdung der Bevölkerung zu verhindern, haben wir uns geeinigt, hier den Bürgermeistern und Schulerhalter zu empfehlen, die Schulen bzw. Kindergärten von der Verpflichtung zu entbinden. Das vielleicht ganz kurz zur Lage im Bezirk Klagenfurt-Land. Sollte es zu weiteren Sturmböen kommen, ich sage, Verletzte gibt es nicht, das Rote Kreuz ist im Dienst. Es ist auch der Katastrophenzug 3 der Feuerwehr in Bereitschaft, um eventuelle Sturmschäden und so weiter da nicht anzuhalten. Wir suchen die Bevölkerung ganz klar ihre Häuser in der Zeit von 18 Uhr bis 24 Uhr diesen Tages, da würde ich auch den ORF bitten, darauf vielleicht hinzuweisen, nicht zu verlassen, unnötige Fahrten mit dem Auto zu vermeiden. Die Erfahrung gestern hat gezeigt, dass auch im Stadtkern Ferlach, genau in diesem Bereich Görtschacher Wald, wo letztes Jahr massiv flächenartig Bäume umgeknickt sind, auch jetzt wieder zu Schäden gekommen sind, aufgrund Deutschland, wo der Wald noch gestanden ist, liegt da heuer komplett. Die Bäume sind in einer Höhe von 3 bis 5 Meter wie abrasiert, abgewurzelt worden. Es ist eine massive Gefährdung durch umherfliegende Gebäudeteile, durch umherfliegende Baumteile im Sturmfall
Orkan haben wir ab 118 km/h zu erwarten, auch im Bereich der niederen Talschaften, der Bereiche Kerne, Ferlach und so weiter. Also wir suchen wirklich die Bevölkerung in der Zeit von 18 bis 24 Uhr die Häuser nicht zu verlassen. Danke vielmals. Danke, Herr Bezirksamt. Ich darf noch weitergehen zur Besuchsverschmerschaft. Vielen Dank. Ich darf Herrn Bezirksamt bitte. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, ich darf einen kurzen Lagebericht aus dem Bezirk Villach-Land wiedergeben. Wir haben es mit mehreren Problembereichen zu tun, vor allem im Bereich der Gemeinde Arnoldstein. Hier ist der Problempunkt eine Kraftwerksbaustelle, die es regelmäßig gilt, von Treibholz und dergleichen zu befreien. Wir sind hier in enger Kooperation mit der KELAG und waren auch die gesamte Nacht heute über stündlich oder zweistündlich im engeren Kontakt, um die Pegelstände dort genau zu überprüfen, beziehungsweise damit wir immer Bescheid wissen, welche Maßnahmen aktuell zum Einsatz zu bringen sind. Wir haben kleinere Überflutungsbereiche in der Marktgemeinde Finkenstein. Schlimmer ist es eher noch im Bereich der Rosecker Schleife, im Bereich der Drau, vor allem auch im Gemeindegebiet von Felden, im Ortsteil Latschach, wo wir, wenn wir von einem HQ30-Ereignis ausgehen, jedenfalls damit rechnen müssen, dass wir hier einige Wohnhäuser allenfalls evakuieren müssen. Wir sind hier im engen Kontakt mit der Gemeindevertretung bzw. mit den betroffenen Bürgermeistern, vor allem auch in Vorbereitung allfälliger Evakuierungsmaßnahmen. Der Krisenstab ist hochgefahren, tagt das nächste Mal um 14 Uhr mit dem neuesten Update. Alle Einsatzkräfte sind bereits heute Vormittag damit befasst, die entsprechenden Vorkehrungen in Form des Aufstellens von Sandsäcken und Ähnlichen in Stellung zu bringen. Soweit der Bericht aus Villach. Danke recht herzlich, Herr Bezirkshauptmann. Ich darf nun das Wort an Herrn Bezirkshauptmann von Völkern, Magister Gertrude. Ja, danke auch von mir. Ein herzliches Grüß Gott. Wir haben die Situation jetzt im Bezirk Völkermarkt insofern unterstützt für den Raum Wolfsberg durch das Absenken des Stauraumes Edling. Ich darf an dieser Stelle noch einmal bitte an alle appellieren, den Stauraum, den abgesenkten Stauraum nicht zu betreten. Das ist höchst gefährlich. Es gibt dort noch Kriegsrelikte aus dem Zweiten Weltkrieg, diese in Schlamm verborgen bzw. zum Teil offen daliegend. Damit ist Lebensgefahr bitte verbunden und ich darf noch einmal eindringlich an alle appellieren, diesen Raum zu meiden, keine Spaziergänge dort durchzuführen, auch die Kinder bitte dort zu beaufsichtigen und nicht im Schlamm spielen zu lassen, weil nicht abschätzbar ist, was sich unter dem Schlamm an möglichen Gefährdungspotenzial verbirgt. Ich darf aber auch den Ball aufnehmen von der Meteorologie her hinsichtlich der Sturmwarnung. Wir haben jetzt für den Bezirk Völkermarkt den Krisenstab einberufen, die Feuerwehren vorinformiert, die Bauhöfe der Gemeinden der 13 im Bezirk ebenfalls vorinformiert. Die Bürgermeister bekommen um 15 Uhr ein Update. Wir werden die Pflichtschulen schließen, sofern sie nicht ohnehin Herbstferien haben. Das betrifft den morgigen Tag. Wir haben also hier einige Schulen, die einen Fensterschultag haben, die heute frei haben und am Mittwoch frei haben. Die werden auch morgen frei bekommen. Und wir werden um 15 Uhr auch noch einmal die Bürgermeister ersuchen, die Kindergärten geschlossen zu halten, die Tagesbetreuungsstätten und die Krabbelstuben, um hier zumindest für den 30. diese Sturmsituation abwarten zu können, weil, wie gesagt, wir nicht abschätzen können, was in der Nacht von heute auf morgen passieren wird, durchgreift. Wir hatten ja 2017 im Dezember die Situation bei diesem Föhnsturm, dass es hier zu massiven Baumwürfen auf die Verkehrswege gekommen ist. Und daher ist es wichtig, diese Vorsorgen zu treffen und die werden derzeit seitens der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt veranlasst. Danke. Der ganze Bezirk. Okay, danke recht herzlich, Herr Bezirkshauptmann, für den Bericht von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt. Ich darf nun als nächsten den Sprecher der Verbund für die Kraftwerkskette Drau. Seinen Bericht ersuchen.
Danke. Sehr ganz kurz von meiner Seite. Verbund betreibt in Kärnten zwei große Wasserkraftwerksgruppen. Die Speicherkraftwerksgruppe Maltereisegg in Oberkärnten hat bereits gestern um 17 Uhr eingeleitet die Absenkung des Stausees Rodau an der Möll. Dieser Stausee wurde in den Abendstunden bis zum freien Durchfluss abgestaut. Das heißt, die Möll kann derzeit den Kraftwerksbereich Malta Hauptstufe ungehindert passieren. Der Wiederaufstau wird dann nach Ende des Ereignisses dann erst stattfinden. Was unsere Kraftwerksgruppe Trau betrifft, so sind wir seit Tagen bereits vorbereitet auf das Hochwasser. Das heißt, die Absenkung der großen Stauseen ist abgeschlossen. Im Vergleich zum Stand von gestern, der Herr Landesrat hat es schon angesprochen, im Stauraum Edling, also der Völkermarkter Stausee, wurde von minus 4 Meter noch weiter auf 4,5 Meter unter Normalspiegel abgestaut. Das ist das technisch maximal Machbare. Und wir werden jetzt im Verlauf des heutigen Nachmittags, so wie es angesprochen wurde, abhängig von den Prognosen und den Möglichkeiten in enger Abstimmung mit den Krisenstäben dann entscheiden, inwieweit wir hier beim Stausee, beim Völkermarkter Stausee mit dem Kraftwerk Edling positiv auf die Situation in Lavermünd wirken können. Danke. Danke recht herzlich. Ich darf um den Sprecher der Kellag, Herr Robert Schmarans, um den Bericht von der Kellag ersuchen. Guten Tag. Aus Sicht der Kärnten Netz hatten wir gestern, wie bereits gehört, rund 1400 Haushalte für eine Zeit lang unversorgt. Es waren sehr schwierige Arbeiten, weil auch schwer zugänglich. Zum Teil haben wir auch Arbeiten abbrechen müssen, weil es einfach zu gefährlich war, vor Ort diese Arbeiten durchzuführen. Bis in die späten Abendstunden ist es uns gelungen, den Großteil dieser Haushalte wieder ans Netz zu bringen. Rund 50 Haushalte hatten über Nacht keine Stromversorgung. Der Großteil dieser 50 Haushalte ist jetzt bereits wieder am Netz, beziehungsweise wird in den nächsten Stunden ans Netz gehen. Wir können diese Arbeiten bald abschließen. Zur Situation Sturm auch heute Abend. Auch das ist bei uns natürlich ein großes Thema. Wir sind darauf vorbereitet. Wir werden entsprechend unsere Einsatzmannschaft entsprechend auch hochfahren, um hier wieder darauf eingestellt zu sein und uns darauf auszurichten, dass es wieder zu Stromausfällen auch in diesen südlichen Bereichen kommen wird. Zum Thema Hochwasser. Hochwasser trifft uns vor allem in Lavermünd. In Lavermünd hat es ja auch 2012 in Abstimmung mit der Behörde entsprechende Maßnahmen gegeben. Wir werden auch diese Maßnahmen heute Nachmittag einleiten, gemeinsam entsprechende Umschaltung, eine Notversorgung für den Ortskern in Lavermünd aufbauen, um dann, wenn es zu diesen Pegelständen kommt, die zu erwarten sind, hier auch diese Versorgung sicherzustellen. Ein zweites Thema, Hochwasser, ist sicherlich das obere Trautal. Auch dort sind entsprechende Überflutungen prognostiziert und auch hier wird es Stationen von uns auch treffen. Und hier sind wir auch mit der Bezirkshauptmannschaft Spital in Abstimmung, ob und wenn ja, wann es zu Abschaltungen kommen muss in diesen einzelnen Gebieten, weil wir natürlich, Wasser und Strom verträgt sich nicht besonders gut, wie Sie wissen, weil wir hier dann rechtzeitig unsere Anlagen auch abschalten werden, damit es einerseits zu keiner Gefährdung, andererseits zu keinen großen Schäden kommt, damit wir anschließend wieder sehr schnell eine Wiederversorgung sicherstellen können. Das war soweit der Bericht aus Kärnten Netzsicht. Dankeschön. Danke recht herzlich für den Bericht von seitens der Kellag. Ich darf nun den Herrn Militärkommandanten Brigadier Walter Gittler seinen Bericht ersuchen. Schönen guten Tag. Das österreichische Bundesheer hier in Kärnten ist seit gestern alarmiert. Das heißt, wir haben natürlich unsere Spezialisten, unsere Pioniere in Villach verfügbar in der Stärke von ca. 100 Soldaten, Soldatinnen, unsere Spezialisten, also die sowohl bei Schäden im Zuge eines Hochwassers oder bei Schäden nach einem Sturm einsetzbar sind mit schwerem Gerät. Wir haben darüber hinaus einen Spezialistenzug, einen Pionierzug des Militärkommandos Kärnten, ca. 30 Soldaten, Soldatinnen Standby, die ebenfalls vor allem bei Schäden nach einem möglichen Sturm einsetzbar sind. Darüber hinaus haben wir natürlich bei den Verbänden in Kärnten, sei es in Spital oder in Klagenfurt, Hilfskräfte, Manpower, wenn Sie so wollen, einsatzbereit, je nachdem im Zuge welcher Aufräumungs- oder Nachbereitungstätigkeiten
sie gebraucht werden. Und wir haben, sollten mehr Spezialisten benötigt werden, das Go von unserem vorgesetzten Kommando, das Kommando Landstreitkräfte in Graz, dass wir auf die zwei weiteren Pionierbataillone, die wir hier in Österreich haben, in Salzburg und Krems zurückgreifen können. Soweit zum Ist-Stand. Soldaten sind derzeit noch keine eingesetzt. Herr Minister von Andrecht, herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ich darf nun die Situation seitens der Landespolizeidirektion bitten. Herr Oberst Johannes Dunning, bitte. Ja, grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Wir haben unsere Streifen im Außendienst bei den neuralgischen Punkten. In erster Linie sind wir gefordert im verkehrspolizeilichen Bereich. Das heißt, dass wir bei Straßensperren und Verkehrsumleitungen Aktivitäten setzen. Wir haben auch entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass im Falle von Evakuierungen ein entsprechender Schutz der unbewohnten oder unbenutzten Häuser und Flächen vorhanden sein wird. Und ich darf vielleicht abschließend noch drei Appelle an die Bevölkerung richten. Der erste Punkt ist, bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Der zweite Punkt ist, bitte unternehmen Sie keine unnötigen Fahrten in die gefährdeten Gebiete, auch nicht in die, wie bereits angekündigt, gefährdeten Gebiete wegen dem Sturm. Und das dritte ist, dass Sie bitte allgemein auch Ihre Fahrgeschwindigkeit den Umwelteinflüssen und den entsprechenden Witterungsverhältnissen und Straßenzuständen anpassen. Danke. Danke recht herzlich, Herr Oberst. Ich darf nun zur Feuerwehr kommen und den Herrn Landesfeuerwehrkommandanten Schönerruhe Frau Wien um seinen Bericht ersuchen. Herzlichen Dank, geschätzte Damen und Herren. Als erstes ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer in Kärnten. Die Freiwillige Feuerwehr ist seit 3 Tagen mittlerweile im Einsatz, ist jetzt auch im Einsatz in Abstimmung mit den einzelnen Bezirkshauptmannschaften sind die Bezirkseinsatzstäbe bereits aufgefahren, bis auf 2 Bezirke, Bezirk Feldkirchen und St. Veit. Aus diesen 2 Bezirken werden wir dann jene Hilfskräfte lukrieren, die notwendig sind, um eventuell im Bereich Wolfsberg, Lavamünd und dort, wo es auch benötigt wird, der Sturm macht uns auch natürlich Kopfzerbrechen, im Bereich Klagenfurt-Land und Völkermarkt die Einsatzkräfte unterstützen. Aus dem Sturm Tief Ives haben wir einiges gelernt und hier geht der Appell natürlich auch an meine freiwilligen Feuerwehrkameraden im Zuge der Einsatzbewältigung, da natürlich auch sehr sensibel mit der Situation des Sturms umzugehen. Das heißt, wir können bis zu einer gewissen Sturmstärke arbeiten und dann natürlich den Rückzug antreten. Das haben wir aus dem Sturm Tief Ives gelernt. Dann wird die Arbeit als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau letztendlich zur Lebensgefahr. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind Gewehr bei Fuß und ich möchte mich abschließend noch einmal an alle Kärntner Feuerwehren dankend richten und Ihnen für diese geleisteten Arbeiten bisher, und es wird ja einiges auf uns noch zukommen, ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, danke, Herr Landesfeuerwehrkommandant, für Ihren Bericht. Ich darf von seitens des Katastrophenschutzes des Landes Kärnten noch kurz mitteilen, dass der Landeskrisenstab seine nächste Sitzung um 14 Uhr haben wird mit den Fachexperten. Wir werden dort die neuen Prognosen berechnen. Wir werden schauen, also wie sich die Pegelstände entwickeln, wie sich die neue Wetterprognose entwickelt, um wieder up-to-date zu sein. Ja, in diesem Sinne darf ich dann abschließend noch den Herrn Landesrat um die abschließenden Worte bitten. Ja, geschätzte Damen und Herren, Sie sehen, wir sind bestens vorbereitet. Wir
bringen Gerätschaften in jene Gebiete, wo wir annehmen, dass sie betroffen sein werden. Wir schauen, dass wir Personal auch weit über die Bundeslandgrenzen hinaus bereitstellen könnten, wenn Not am Mann ist. Geschätzte Damen und Herren, ich habe noch eine Information gerade jetzt bekommen. Wir haben vorhin eine Besprechung unterbrochen, um die Pressekonferenz durchführen zu können. Da ging es nämlich darum, wo haben wir schulfrei, in welche Kinderbetreuungsstätten haben morgen frei aufgrund der Situation. Und jetzt habe ich soeben den Bericht bekommen, und zwar möchte ich Ihnen das einmal weitergeben, und zwar der Bezirk Völkermarkt schulfrei der Schulen nur für Dienstag, 30.10., aber für den ganzen Bezirk. Und der Herr Landeshauptmann hat auch die Freigabe zur Schließung der Kinderbetreuungseinrichtung für diesen Tag erteilt. Beim Bezirksspital an der Drau schulfrei der Schulen bis einschließlich Mittwoch, den 31.10. für den ganzen Bezirk. Und der Landeshauptmann hat auch hier die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen, aber ausschließlich für Dienstag erteilt. Beim Bezirk Klagenfurt-Land haben wir bereits gestern Folgendes festgemacht, und zwar schulfrei für Ferlach morgen. Und was wir noch machen, sind mit den Bürgermeistern der Gemeinden St. Margrethen im Rosental, Feistritz und Zell stimmen wir uns jetzt noch ab in den nächsten Stunden, wie wir dort vorgehen werden. Bitte, jetzt sind wir gerne für Fragen, stehen wir gerne zur Verfügung. Wir haben das so umfassend. Ja, genau, das hast du richtig verstanden. Wenn man betroffener ist, dann sieht man das natürlich schon einmal ganz anders. Und das geht mir auch nicht gut. Ich habe nicht nur in Labermünd einen Spatenstich gemacht vor wenigen Tagen, sondern vor wenigen Wochen auch in Möllbrücke einen Spatenstich gemacht. Und wir beginnen dort den Hochwasserschutz zu bauen. Und es könnte der Fall eintreten, dass es natürlich zu spät ist, weil wir heute schon mit diesen Wassermassen zu rechnen haben. Dass nichts passiert ist, das würde ich so nicht stehen lassen, weil sehr, sehr viel passiert ist. Der Hochwasserschutz in Labermünd ist ein kompliziertes, komplexes Projekt. Wir wollen das HQ 100 und ich weiß nicht, jeder, der schon einmal in Labermünd war und auch diese Hochwassermarken gesehen hat, das sind schon richtig gigantische Bauwerke, die da gebaut werden müssen. Das muss man mit dem Ortsbild vereinbaren, das muss man mit der Bevölkerung aussprechen und da muss es Bürgerbeteiligung geben. Das alles ist passiert, es hat einen komplizierten Rechtsstreit gegeben, der mittlerweile geklärt ist. Es ist nicht nur ein Thema von Labermünd allein oder von Kärnten allein, sondern wir müssen auch mit Slowenien reden. Wir müssen die Zuflüsse mit berücksichtigen. In Labermünd ist es ja nicht nur das Hochwasser da draußen, sondern das Hauptproblem, was wir in Labermünd 2012 so richtig gesehen haben, war ja, dass die Lavand nicht mehr in die Drau einfließen hat können. Und dadurch, und all diese Dinge, inklusive planerischer Gestaltung, es ist ja mit der Bevölkerung vor Ort so vieles passiert, dass jetzt, glaube ich, ein wunderschönes Projekt entstehen kann. Es kann auch passieren, dass wir nicht nur heuer das haben, sondern dass wir das in ein paar Tagen oder nächstes Jahr wieder ein Hochwasser haben und da wird der Hochwasserschutz auch noch nicht stehen, weil das dauert halt. Das ist ein 17,5 Millionen Euro Projekt. Das wird jetzt zwei, drei Jahre dauern, bis wir sagen können, Labermünd ist da sicher. Sechs Jahre braucht, um überhaupt in die Gänge zu kommen.
Also, dass sich die Bilder gleichen, das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil wir... Nein, nein, es stimmt schon. Es ist mit Schalltafeln, werden die Kellerfenster abgedichtet, es wird mit Schaum gemacht etc. Es wird mit Sandsäcken gearbeitet, es wird mit schwerem Gerät gearbeitet. Aber was sich diesmal unterscheidet zum Jahr 2012 ist, dass wir seit, ich glaube, 2-3 Tagen von diesen Szenarien ausgehen, dass wir 2-3 Tage und wir haben sofort reagiert und manche haben gesagt, warum macht es denn das? Warum darf es jetzt übertreiben, ihr darf es mit Kanonen auf Spatzen schießen etc. Momentan ist der Stand so, Gott sei Dank haben wir das so gemacht, wir haben Zeit genug gehabt, wir können vorbereiten, wir haben die Keller ausräumen können, wir haben mit der Bevölkerung Kontakt aufnehmen können, wir haben Hochwasserschutz, was irgendwie möglich ist und mobil ist, zur Verfügung gestellt, wir haben die Pegelstände absenken können, wie viel Wasser wir da aufhalten können. Das war alles 2012 nicht möglich. Das haben wir jetzt gemacht und ich glaube, das ist eine vorbildliche Vorbereitung, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Sie hören von uns. Ja, aber wenn wir das machen. Und der nächste ist dann wann? Ja. Das werden wir am 14.